Leute, ich weiß gar nicht, ob man mich jetzt richtig sieht, aber die Luft hier hat noch nie so intensiv gerochen wie heute. Jetzt bin ich schon mal jetzt 10 Minuten gelaufen, bin jetzt fast am Hauptbahnhof. Ist eigentlich immer ganz cool, dass ich gar nicht so lange brauche. Ich hätte auch mit U-Bahn fahren können, aber keine Ahnung. Hin und zurück laufen und warten, hätte ich mir glaube ich 5 Minuten gespart. Leider habe ich meinen motivierten Status die erste Zugverbindung von München genommen. Und ja, nicht falsch, aber habe nicht gesehen, dass der nicht ganz bis zur letzten Haltestelle fährt. Das ist im Prinzip eine davor. Und ist jetzt auch schon ein bisschen weiter. Jetzt muss man eine halbe Stunde länger laufen. So, da sind wir. Almenparadies Geisttal. Mal gewartet, bis er noch weg ist, weil da oben geht es ein bisschen rechts lang. Deswegen ist es schon eigentlich gut, wenn ich reingehe. Und ja, sah relativ human aus. Also die sind sogar um die Stöcken hoch. Ich habe es jetzt mal weggepackt. Und ja, hier hat ein paar Steine rausgelöst. Ja, gar nicht. Sollte es zu schaffen sein. Genau. Wie gesagt, Steinmäntel. Ja, hier wie gesagt die Schlüsselstelle mehr oder weniger. Man kann es hier links umgehen und da außenrum sieht vielleicht. Parturenberichter haben gesagt, dass es nicht empfehlenswert ist, weil es sehr brüchig ist. Ja, für den Abstieg empfehlenswert. Ich probiere es jetzt einfach mal hier hoch und schaue, aber es sieht von unten wirklich deutlich steiler aus, als es ist.
Ah, hier geht's echt. Oh. So,
super geil. Boah, Leute, es war echt eine coole Tour. Ja, ich habe mir auch relativ viel Zeit gelassen, heute ein bisschen entspannter. Wobei jetzt der Abstieg so relativ schnell war, noch über das Hütterl runter. Und genau, ich bin hier heute öffentlich gekommen und ich habe glücklicherweise Petra getroffen. Und die nehme ich jetzt noch bis nach Mittenwald mit, weil den letzten Bus jetzt knapp, hätten wir die ganze Zeit rennen müssen, oder ich. War dann ganz cool. Deswegen danke nochmal dafür und bis bald. Genau, und ich kann die Tour eigentlich jedem empfehlen. Die Kletterei ist gar nicht so schwer. Man kann sie links gut umgehen. Aber oben das Schrofenfeld deutlich anspruchsvoller.